Ne, die mach mal weg. Der nächste Angriff kommt demnächst. Aber wir haben jetzt auch Wachstationen, die Gegner angreifen sollten. Und ich sollte gleich mal wieder zu den Waffen rufen. Weil die Welle kommt. Boah, das ist eine Riesenwelle. Nein, halt, hier unten. Was, nur 7? Und sie kommen von da. Wow, die Dinger schießen gut. Das finde ich gut. Ja, sie haben aber Energie, so wie es aussieht, die sich erst regenerieren muss. Macht den da noch weg? Gut. Jetzt zurück an die Arbeit. Mauer flicken. Hier alles aufräumen vor allem Ding. Hier habe ich übrigens auch Mist gebaut und habe die Mauer hier einen zu kurz gemacht. Das habe ich erst beim Ansehen der gerenderten Videos gemerkt. Ja, in Zukunft werde ich wahrscheinlich Ecktürme machen. Einfach, dass so bestimmte Probleme wie das hier zum Beispiel nicht mehr einfach so passieren. Das muss ich dafür nämlich noch eine Lösung finden. So, ich brauche mehr Holz, merke ich gerade. Gut, da da schon mal eine Heilstation steht, kann ich da auch gleich ein Lager draus machen dafür. Hier mache ich ein Lager für Wachstation. Und hier ein Lager für Verstärkungsmasten. Weil davon werden wir einen brauchen. Wir kommen nämlich nicht an die Tür, glaube ich. Ran mit den Heilstationen. Ne. Ich hätte nämlich gern hier 2 Heilstationen. Und der Verstärkermast. Ja, der kann ruhig neben die Tür. Da passt so gut hin. Ich
brauche wieder mehr Eisen, merke ich gerade. Und du, auch wenn wir in der Mission eigentlich keine Erobererstation brauchen, nimmst du Erobererstation an. Du solltest dann eigentlich Ziegel annehmen und du mehr Eisen. Genauso wie du auch Eisen annehmen solltest. Und du solltest keine Ziegel verbrauchen. So. Also kein Stein in Ziegel umwandeln. Was bräuchte ich für ein Magier-Set eigentlich? Ein Eisenbarren. Gut, dann gibt das auch gleich meinen Auftrag. Oh, wir sind ganz oben angekommen. Gut. Eisen sammeln. Mit maximaler Priorität. So, Zinnen platzieren. Und ja, das, was ich mir hier ausgedacht habe mit den... mit der Säule, das funktioniert sogar sehr gut. So, noch 3 Minuten bis zur nächsten Welle. Eigentlich habe ich ja gehofft, dass sie mit dem Tunnel nach oben kommen würden. Gut, Holz liegt da genug rum. Wobei, ich kann das Ganze mal ausweiten ein bisschen. So, Steine. Jetzt solltet ihr mit dem Tunnel allerdings fertig sein, also kann ich den abreißen. Und ihr sammelt Eisen, sehr gut. So sind fürs Erste meine Eisenvorräte mal gesichert, ein bisschen. Weil das nächste Eisen wäre hier hinten. Das können wir dann auch noch abbauen. Aber erstmal bin ich froh, wenn sie mir von hier Eisen bringen. Noch eine knappe Minute bis zur nächsten Welle.
Du, hol mal den Block da. Ist ja furchtbar, wenn das Zeug einfach hier so rumliegt. So, ich weiß, der nächste Angriff kommt jetzt. Wieder eine kleinere Welle. Oh, Eisen wird eingeschmolzen, sehr gut. Dann rufe ich mal zu den Waffen. Schick euch hoch. Und schick euch raus zum Angriff. So, die haben mir wieder Löcher in den Stein. Da ist schon ein Loch. Das Blöde ist echt, dass sie nicht durch Zinnen durchschießen können, richtig. So, Welle ist abgewehrt. Zurück an die Arbeit. So, es sind welche beim Reparieren, das ist gut. Es bringen auch Leute Eisenerz, das ist auch sehr gut. Ja, die bringen zum Reparieren, gut. So, und ich glaube, damit ist unser Magier-Set auch, glaube ich, mal fertig, oder? Es fehlt ja noch die Tasche. Webstuhl. Mal wieder 3 von jedem herstellen. Dazu muss ich mir Gras sammeln.
Aber wir suchen mal eine Grassammelstelle. Du, schnapp dir mal hier den Stein und bring ihn darüber. Bitte. Nee, liefer ihn da ab. Danke. Und dann holst du mal die Steine da oben ab. Und wir brauchen mehr Schwefel, sehe ich. Also baut den Schwefel hier oben auch gleich mit ab. Okay, Blätter werden gesammelt. Du nimmst auch nur noch Blöcke an. Ja. Das heißt, eigentlich sollte es jetzt keinen Stockpile geben, wo aus Versehen das Gras drauf landen könnte. Es wird eh gerade verarbeitet, sehr gut. Und wir haben noch einen Arbeiter. Yay. Okay, Eisen sollte jetzt nicht so das Problem sein. Wir haben fast auch das ganze Eisen da oben abgebaut. Hauptsächlich wichtig ist jetzt, dass wir das Holz beischaffen für die restliche Struktur hier oben. Und dann müssen wir unser Bollwerk mal fertig kriegen. Was blöd ist, ich kann die Dinger nicht verschieben, weil ich würde gern aufräumen und reparieren, nach ganz hinten verschieben. Weil die Sachen eigentlich immer da sein sollten.